Nein, Schatz beiseite. Da. Vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, heute zu präsentieren. Mein Name ist Roberto Dobré. Ich arbeite als freier Unternehmensberater. Ich habe als einen der Kunden im Moment die Firma Comsa in Hartmannsdorf. Die Comsa ist wenig bekannt, ist ein Distributor und Logistiker für Handys. Schalten die meisten Verträge bei Handys bundesweit. Machen einen kompletten Repair dafür. Allein Repair machen die 1,2 Millionen Stück. Also wenn ihr heute ein Handy irgendwo holt und es ist kein Apple, dann seid ihr zu 70% aus dem Comsa-Lager irgendwann bedient worden. Die Comsa hat aber auch einen einen extrem großen Bereich, der sich Outdoor nennt. Das heißt, die machen da die ganzen Navigationsgeräte von Falk, von Garmin, von Blaupunkt, sowohl für Autos als auch für Motorräder, als auch für Fahrräder. Und die sind mal seinerzeit an die Firma, für die ich mal gearbeitet habe, herangetreten und haben gesagt, Mensch, wir haben eine geile Idee, wir brauchen eigentlich ein Fahrradnavi, so klein wie ein Fahrradcomputer, 49 Euro bei jedem Baumarkt an der Kasse. Und da sind wir losgelaufen und mein damaliger Chef, der hatte so die fixe Idee, oh, 49 Euro, geht vielleicht nicht, aber 69 geht. Ende vom Lied war 169 ging und damit ist das erste Gerät gestartet. Es war ein sogenanntes TZ One. Das ist ein Fahrradnavigationsgerät und Fahrradcomputer in einem, autonom, autark. Das heißt, ich brauche kein Handy dazu, ich brauche nichts weiter dazu. Natürlich kann es GPS und alles, was man mit GPS machen kann. Ich kann Routen reinpacken, ich kann Routen rauslesen. Ich habe jetzt beispielsweise die Route hier heute, wo, die wir gefahren sind, aufgezeichnet in drei Etappen, weil sonst wird die Pause zu lang. Da sagt nämlich nachher, wenn ich das Ganze in Google Maps importieren möchte, oh, da war aber ein Fehler, da müssen wir interpolieren, da müssen wir korrigieren. Alles das, was man machen kann, plus wir haben das GPX-Format wirklich so genommen, wie es ist. Das heißt, wir können inklusive Bilder verarbeiten, wir können beschreibende Texte verarbeiten für Touren. Also wenn ein Hotel jetzt, sage ich mal, sein Fahrrad verleiht und möglicherweise, die sind ja alle miteinander, ich sag mal hier in Kitzbühel möglicherweise mehr als woanders oder vielleicht auch in Bayern, die sind ja alle mehr oder weniger verwandt miteinander. So, jetzt möchte ich natürlich nicht, dass mein Kunde zur Eisdiele, keine Ahnung, Damiano Damiani geht, sondern ich möchte, dass er zu meinem Bruder Fritz Huber geht und bei Fritz Huber sein Eis isst. So, also kann ich da eine Tour draufladen und kann den da seine Touren abfahren lassen, den Kunden zum Beispiel. Das kann ich aber auch alles selber machen. Es gibt ein TZ Tool, das läuft auf dem PC und das läuft auf Apple Desktop. Und da kann ich eben meine kompletten Touren hochladen. Ich kann automatisch mit BikeMapNet, mit WanderMapNet synchronisieren. Ich habe leider das TZ zu spät eingeschaltet, weil ich habe vergessen, dass ich zwei Stück dabei hatte. Ich dachte, ich habe die erst heute Abend dabei. Und als ich es oben eingeschaltet habe, wo wir Mittagsrast gemacht haben, wo die ersten Vorträge waren, fiel mir ein, dass ich noch was erwähnen muss, weil es hat mich nämlich gefragt, ob ich Skifahren möchte oder wandern oder Fahrrad fahren. Warum Skifahren? Wir haben nicht nur OpenStreetMap drauf, die normalen Fahrrad- und Wanderkarten, sondern wir haben auch OpenPistMap drauf. Das heißt, der Kunde kann das runterladen, ist immer frei, er kann immer kostenlos updaten, er bekommt immer das neueste Betriebssystem und ich kann auch Pistennavigation machen. Ich sehe, wo sind die Lifte, ich sehe, wo sind die Pisten, ich sehe, ist das eine schwarze, eine rote, eine blaue Piste und so weiter und so fort. Ich sehe die Liftzeiten, die da drin sind und so weiter und so fort. Warum erzähle ich euch das alles? Weil das TZ eben über, wie wir so schön sagen, Feld-, Wald- und Wiesenwege und Wanderwege navigieren kann. Heute arbeiten wir, sind wir wenn Sie so wollen, in der vierten Generation. Die erste war TZ One. Davon gibt es Nachfolger, das ist das TZ One 2. Dann gibt es ein Zwischenmodell, das gibt es aber auch noch am Markt, das ist das TZ Pro. Das hat dann zusätzlich noch einen Kompass an Bord, hat einen eine Bluetooth BLE-Verbindung an Bord und hat einen barometrischen Sensor für die genaue Höhenmessung mit an Bord. Das heißt, an das Gerät kann ich dann, das ist für den mehr Sportler gedacht, da kann ich dann auch beispielsweise Sensoren ankoppeln, Brustfrequenzsensoren oder Uhren mit Bluetooth, die Herzfrequenz weitergeben und so weiter und so fort. Und das Neueste, was im Moment aktuell in Produktion ist, was ausgeliefert wird ab August an den ersten OEM, ist das TZ Volt. Das sieht genauso aus von vorne. Der einzige große Unterschied ist hinten. Es hat nämlich einen Anschluss fürs E-Bike.
Und da kommt uns natürlich, wir haben heute von Standardisieren gehört, es ist tatsächlich so, wir laufen jedem einzelnen Hersteller, Motorenhersteller hinterher und fragen ihn, möchtest du, wir müssen dem jedes Mal wieder die gleiche Story erzählen, es dauert dann wieder ein Jahr, weil da wechseln dann auch die Köpfe und so weiter und irgendwann kommt dann einer und sagt, ja, wir machen's. Stand heute sind wir kompatibel zu den aktuellen Antrieben von Ansmann, von Brose und von Transix. Damit können wir schon einiges erreichen. Ein paar andere sind gerade in der Mache. Da gibt es aber NDA, über die wir noch nicht so sprechen können und sprechen wollen und sprechen dürfen. Das TC Volt hat zusätzlich ganz wichtig, das ersetzt eigentlich das Zentraldisplay. Also wenn ich von einem Brose-Bike das Display runternehme, das passt auf genau den gleichen Kredel drauf wie bei Brose, das passt auf genau den gleichen Kredel drauf wie bei Ansmann. Bei den Transix-Antrieben, bei der M25-Serie und M35, was jetzt kommt, ist es so, dass wir den Kredel mitliefern, da wird es einfach in den Bus, in den CAN-Bus mit eingeschleift. Das heißt, da gibt es dann auch diesen schicken Marquardt-Kredel drauf auf dem Transix-Bike oder auf dem Vinora-Bike oder auf dem, je nachdem, wer den Transix-Antrieb verbaut. Und das Gerät hat natürlich sämtliche E-Bike-Funktionen, die ich normalerweise habe, auch drauf. Das heißt, ich sehe mein Assistenzlevel, ich sehe meine Akkufüllung, ich sehe meine prognostizierte Reichweite, vom Bike prognostizierte Reichweite. Und jetzt wird es interessant, dadurch, dass wir topografische Karten drauf haben, haben wir eine deutlich bessere Reichweite. Ich gehe nicht so weit zu sagen, unsere Reichweite stimmt hundertprozentig, aber wenn die normale Reichweite, sagen wir mal, 50%ig stimmt, siehe heute, wir sind berghoch gefahren, bergrunter gefahren, das Bike sagt, du hast eine Reichweite von 60 Kilometer. Bergauf, bergrunter, wie viel trittst du selber, weißt du nicht. Kisi weiß das. Wir sind auch so weit, dass wir jetzt beispielsweise mit Brose noch eine zusätzliche Funktion integrieren werden, wo ich dann sage, pass auf, ich möchte mit möglichst wenig Anstrengung dieses Ziel erreichen. Und da sagt mir das Fahrrad in dem Moment, wo ich das Ziel eingebe, A, du schaffst es, oder du schaffst es aber. Du schaffst es aber bedeutet, du schaffst es nicht im höchsten Assistenzlevel, du schaffst es aber im Assistenzlevel 3 von 4 beispielsweise. Wirst du es sicher schaffen. Ich kann noch weitere Spielvarianten mit dem TC Volt machen. Ich kann sagen, ich möchte natürlich auch wieder zurückfahren. Das heißt, wenn ich dort oben ankomme, bin ich möglicherweise wieder auch kaputt, wenn ich im Tal bin. Ich möchte also, wenn ich oben ankomme, mindestens noch 30% Akkukapazität haben. Werde ich die haben? Und wenn ja, welchen Weg muss ich dort hochfahren? Und in welcher Assistenzstufe muss ich die ganze Zeit maximal fahren oder im Schnitt fahren, damit ich da wieder zurückkomme? Alles andere, was beispielsweise ein Fahrradcomputer hergibt, kann das TC auch in mehreren Bildschirmen. Ich kann mir jedes Feld kann ich mir eingeben. Ich kann da beispielsweise, das ist jetzt der Fahrradcomputer, man sieht es hier relativ schlecht, aber der Hannes hat gesagt, ich darf nachher noch ganz kurz PowerPoint, so 2-3 Folien maximal. Also wirklich, ich bin kein Meister für Slides per Second, sondern lieber 5 Folien und die prägnant als 50 Folien und ihr schlaft mir dabei ein. Das ist der normale E-Bike-Computer. Wir haben natürlich einen Tacho, wir haben die prognostizierte Reichweite, wir haben die Unterstützungsstufe und so weiter und so fort. Wir haben auch einen Gang. Wir haben selbst den Gang, wenn wir keinen Gangsensor haben, weil wir haben die Daten von den entsprechenden Nabenschaltungen. Das heißt, das Fahrrad braucht ein paar Meter, da weiß es ganz genau, in welchem Gang wird denn gerade gefahren. Nicht in welcher Assistenzstufe, die weiß es eh, aus dem CAN-Bus, aber in welchem Gang wird gefahren. Und jetzt können wir Schaltempfehlungen geben, wie im Auto auch. Pfeil rauf, Schalt hoch, Pfeil runter, Schalt runter, um das Ganze zu optimieren. Wenn es beispielsweise wie bei Transix ein AGT gibt, können wir diesen AGT auch schalten. Das TC Volt verfügt auch über Bluetooth. Wir haben den Kompass geschenkt, wir haben den barometrischen Sensor geschenkt, weil wir richten uns mit dem TC Volt nicht an den sportlich maximal Enthusiasten, sondern an den Touristen, an denen wie du und ich, ich muss es genauso sagen, mir sieht man es auch an, ich bin kein Radsportler, aber ich habe es tatsächlich heute geschafft, sogar innerhalb der ersten Gruppe oben zu sein. Das hat mich mächtig stolz gemacht. Ich habe auch direkt ein Foto gemacht und meiner Frau geschickt. Wichtig ist, ich sehe hier aber auch sämtliche anderen Werte und ich kann alles customizen und ich kann es auch für die ältere Generation groß machen. Das heißt, ich kann da 2 Werte groß zeigen oder 4 Werte mittelgroß oder 6 Werte klein. Insgesamt sind es 12 Werte, das heißt, es verteilt sich auf 6 Schirme, auf 4 Schirme oder auf 2 Schirme. Alle diese Werte kann ich mir aussuchen, indem ich drauf tippe und ich kann mir auch die wichtigsten 2 Werte auf meinen Navigationsbildschirm legen.
Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise, das fängt A mit A und fängt an mit A und hört auch mit Z, klar. Geht los mit Akkukapazität am Ziel, Ankunftszeit, Breite, also sprich Longitude, Latitude, E-Bike-Akku-Entfernung zur nächsten Abzweigung und geht dann so weiter. Welchen Gang habe ich? Welche Herzfrequenz habe ich? Wir können das Thema weiter treiben, wenn das gewünscht ist. Angenommen, Ihr Arzt sagt Ihnen, pass auf, du darfst zwar Radl fahren, aber keinesfalls mehr als 130 Beats per Minute auf der Pumpe. So, dann kann ich das eingeben. Ich nehme einen Herzfrequenzsensor, entweder den schicken Brustgurt oder eine schicke Uhr von TomTom oder sonst irgendwas. Und dann schaltet mir das Fahrrad, wenn es der Hersteller freigegeben hat, wenn wir auf den Kanbus schreiben dürfen, nicht nur lesen dürfen, dann schaltet mir das Fahrrad die Assistenzstufe und wenn es dann ein Automatikgetriebe hat, auch die Schaltung. Das heißt, ich bekomme erst bei 120 Beats per Minute, wenn ich die 130 eingegeben habe, bekomme ich eine Warnung, pass auf, du kommst an deine Grenze. Und bei knapp unter 130 wird dann aktiv eingegriffen. Das heißt, aktiv eingreifen bedeutet, ich setze den Assistenzlevel rauf und schalte den Gang runter. Und zwar eins nach dem anderen, so dass ich nicht auf die Nase falle, wenn ich schon alt bin und gerade in der Kurve. Ja, jetzt muss ich mal kurz spicken auf meine PowerPoint-Präsentation, damit ich auch nichts vergesse. Teasy Tour, genau, die Touren mit Bildern, Texten und allem, was dazugehört. Die kann ich importieren, die kann ich exportieren. Wenn ich beispielsweise, ich habe es vorhin erwähnt, bei BikeMap.net einen Account habe, kann ich das direkt mit BikeMap.net synchronisieren. Die Touren sind sehr einfach im Speicher abspeicherbar, beispielsweise importierte Touren sehe ich im GBX-Format oder eigene Touren. Ich kann da Bilder hinzufügen, nachträglich am PC, ich kann daraus ein Tourbook machen, ich kann es mit anderen sharen. Ich kann natürlich Tourbooks, wenn ich touristischer Anbieter bin, runterladen auf die Geräte und die Leute das nachfahren lassen. Teasy selber habe ich vorhin mit Schrecken gehört, er hat noch nichts Gutes über Teasy gehört, da bin ich fast vom Rad gefallen. Bitte immer drauf schauen, wer testet etwas und wofür wird es getestet. Also wenn das jetzt ein Mensch testet für eine hochsportlich effiziente Zeitung, dann wird er sagen, ich brauche andere Werte, ich brauche mehr Werte, ich brauche das Gerät schneller, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes. Ich brauche was kleiner, das Ding ist zu groß, zu schwer auf meinem leichten Carbon-Bike, hast du nicht gesehen. Das ist nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind, wie gesagt, Leute wie du und ich, die Spaß am Fahrradfahren haben, die ab und zu unterwegs sind, die auch mal mit ihren Kindern unterwegs sind. Ich kann verschiedene Profile hinterlegen, auch beim normalen Teasy. Ich kann beispielsweise ein Profil hinterlegen, wenn ich mit meinem Kind fahre, dass beispielsweise immer nur Fahrradwege genommen werden. Wenn ich allein mit dem Mountainbike unterwegs bin, sage ich, ich möchte mehr ungeteerte Wege. Wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, gibt es nur geteerte Wege beispielsweise in der Navigation und so weiter und so fort. Teasy Volt, Anzeige aller relevanten Daten, hatte ich gesagt, optionale Herzfrequenzmessung hatten wir auch. Akkulevel wird gezeigt. Die topografische Reichweitenberechnung sieht man nicht schlecht, zeige ich nachher auf dem großen Bildschirm, wenn wir zurück sind. Es ist also tatsächlich so, wenn man heute eine Reichweite von 50 Kilometer hätte, dann habe ich einen Punkt, da bin ich, und dann habe ich einen Kreis drumherum. So, und der Kreis, der stimmt nie. Möglicherweise an keinem der Punkte, wenn ich da sage, ich habe da 360, 720 oder sonst was Punkte drumherum. Bei uns ist es so, sobald ich die Reichweitenberechnung mache, wird das ein ausgefranster Kreis. Er wird nach außen und nach innen weiter ausgefranst. Das heißt, ich weiß genau, mit der Akkuleistung, die ich zur Verfügung habe, komme ich bis dahin. Ich sehe auch das topografische Höhenprofil. Ich sehe auch beispielsweise, wann mein Akku leer wird. Das heißt, am Anfang ist die Route hellgrün und am Ende ist sie rot. So, und irgendwann steht da auch dunkelrot und dunkelrot heißt, du musst treten. Weil wenn du in der höchsten Assistenzstufe fährst, wirst du das nicht schaffen. Das System schaltet auch um. In dem Moment, wo ich die Assistenzstufe am Fahrrad ändere, verändert sich natürlich auch meine topografische Reichweite. Kann ich euch nachher alles zeigen. Ich habe auch Geräte dabei, können wir uns auch heute Abend in aller Ruhe anschauen. Wir sind da heute Abend alle miteinander zusammen. Ansonsten, wo gibt es das Gerät zu beziehen? Klar, wir bauen das natürlich für den First Market und für den Aftermarket. First Market bedeutet, der erste OEM wird die ersten 1000 oder 2000 Geräte sind das im August bekommen und ausliefern mit seinen Fahrrädern. Es wird Nachrüstsätze geben. Das Teasy Volt kostet 299 Euro, wenn auch der zusätzliche Adaptersatz für Endkunden mit der entsprechenden Fahrradhandelsspanne, ihr kennt ja alle, also die Fahrradhändler, die haben da richtig gut verdient, die am Zubehör eben verdient wird. Der Satz für Transix, der Montagesatz für Transix kostet nochmal 49 Euro. Das ist ein Kanbussplitter und ein optionaler Halter, der da mit dabei ist.
damit ich das Ganze dann da dran setzen kann. Das war's, würde ich sagen, für die Schnelle. Den Rest machen wir nachher mit den 5, 6, 7 Folien. Also für mich ist der Tisi speziell mit dieser Reichweitenprognose total sowas, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und das zeigt mir eigentlich, dass wenn ihr dann irgendeinen Hersteller so weit gekniet habt, angebaggert habt, die Daten dem aus der Nase gezogen habt, dass man da was Sinnvolles machen kann. Und ich freue mich da schon drauf, dass das jetzt auf den Markt kommt, weil ich denke mal, das wird Begehrlichkeiten beim Kunden wecken. Und danach wird man sich nie mehr vorstellen können, sowas ohne zu haben. Und davon wird noch ganz viel auch der Wettbewerb von profitieren und speziell der Tourismus. Weil ich ich mache die Leute quasi mit der Gegend bekannt, gebe ihnen einfach den sich selbst faltenden Faltplan mit in die Hand, der mir auch noch sagt. Ja, Falk ist jetzt ein Name, den habe ich noch nicht gehört, aber den, ja, der selbst gab's früher mal. Gab's früher mal. Nein, Scherz beiseite. Also die ganzen Kollegen, die auch Fahrradnavigation machen, die haben, ich hoffe mal, alle mehr oder weniger ihre Berechtigung. Wir verfolgen ein ganz anderes Ziel. Das Tisi, das normale Tisi kostet 149 Euro. Das muss billig sein. Es muss aber nicht billig von, das ist aber ein scheiß Gerät. Das muss preiswert sein. Aber preiswert ist so Marketingdeutsch. Also wenn du was gekauft hast, wenn du ein Auto gekauft hast, das normal 50.000 kostet und du sagst, pass auf, 30.000, dann sagt dein Kumpel nicht, ah, das war aber preiswert. Dann sagt er, das war aber scheiße billig. Ne? So, 149 Euro kostet das und Karten, lebenslang Update umsonst. Das ist auch einer der Gründe, da kann ich mir nachher nämlich schon eine Folie sparen, dass wir 30% Marktanteil haben bei den Fahrradnavigationssystemen laut GfK in Deutschland. Und wir sind auch mit Abstand die Nummer 1 bei Amazon in Deutschland. Und wir liefern auch nicht kreuz und quer sonst irgendwas, sondern wir liefern sauber gepflegt in den Fahrradhandel rein, auch über die Großhändler. Und das macht auch keiner Schmuh mit dem Preis, obwohl er genügend Spanne hat. Auch im Baumarkt verkauft das Ding für 149, genauso wie der Fahrradhändler daneben, der verkauft auch 149. Und wenn nicht, dann gibt es Mechanismen, die Comsa vom Handybereich ja sehr gut kennen, um das sehr schnell einzudämmen.